Wir beteiligen uns heute an den Aktionen gegen den AfD-Bundesparteitag hier in Hannover. Wir befinden uns gerade auf dem Theodor-Heuss-Platz mit mehreren anderen hundert bis tausenden Aktivisten und blockieren einen Zufahrtsweg zur Kongresshalle, wo die Delegierten der AfD sich heute treffen wollen. Wir haben die Fahrt aus München hier nach Hannover angetreten mit mehreren Aktivistinnen, um den Protest einen bundesweiten Ausdruck zu verleihen. Wir sind der Meinung, dass die AfD nicht nur lokal bekämpft werden kann, sondern dass wir einen großen Massenauftritt gegen die AfD brauchen, um den Widerstand weiter organisieren zu können und ihn zurückzutragen in unsere Städte, in unsere Schulen, in unsere Betriebe und dort an der Basis den Widerstand gegen den Rechtsruck sowohl von der AfD als auch den Rechtsruck der Regierung aufzuhalten und in die Offensive zu kommen. Wir haben es heute hier in Hannover mit dem Bundesparteitag der AfD zu tun, die in den Bundestag eingezogen ist im September. Wir sehen, dass sich damit der Rechtsruck auch in den Parlamenten konsolidiert hat, auch auf Bundesebene, nicht nur in den Landesparlamenten. Der AfD werden nun Mittel in Millionenhöhe zur Verfügung stehen. Sie wird über Stiftungen und Parteibüros in allen wichtigen deutschen Städten verfügen. Gleichzeitig verschiebt sich der Diskurs und die Praxis der Bundesregierung gleichermaßen nach rechts, weswegen wir der Meinung sind, dass wir sowohl gegen die Abschiebepolitik der Bundesregierung als auch gegen die AfD hier auf die Straße gehen müssen und gleichzeitig auch ein starkes Zeichen gegen die Prekarisierung in diesem Land schaffen müssen, die dem Rechtsruck den Boden bereitet hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten neoliberaler Politik, weshalb wir nicht nur heute den Protest auf die Straße tragen, sondern auch weiterhin Streikende unterstützen werden in ihren Arbeitskämpfen, weiterhin auch Refugees in ihren Kämpfen unterstützen werden. Und die Blockadeaktion heute ist ein Ausdruck dieser Perspektive. Es ist eine wichtige Perspektive, dass auch die organisierte Arbeiterinnenklasse den Protest gegen die neoliberale, rassistische und sexistische AfD heute Nachmittag bewusst und stark auf die Straße bringt. Und daran werden wir uns auch beteiligen. Thank you.